Hypnose. Was ist das überhaupt? Hypnose ist ein ganz natürlicher, entspannter Zustand. Bei Hypnose gehen wir Menschen in eine Trance, in der sich unsere Gehirnwellen verändern und unser Verstand etwas in den Hintergrund rückt. Er wird leiser und unser ganzes System wird entspannter. Es ist etwas ganz Normales. Du kennst es auch. Du kennst es tagsüber, wenn du träumst. Wenn du so in deinen Tagträumen versunken bist. Du kennst es jeden Abend, wenn du in den Schlaf gehst. So dieser Zustand, wo du gerade einnickst. Das ist Trance. Etwas ganz Natürliches. Das, was du tagtäglich kennst. Und du kannst es dir vorstellen. Hypnose ist, du sitzt auf deiner Couch. Du bist in einer sicheren Atmosphäre. Du machst es dir gemütlich auf deinem Sofa und du schaltest einen spannenden Film an. Und du entspannst, während du diesem spannenden Film zuschaust. Das bedeutet, in Hypnose bist du nicht nur gleichzeitig entspannt, sondern auch hochfokussiert. Und genau das können wir nutzen, indem wir dann mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt treten. Dein Unterbewusstsein ist in Hypnose viel empfänglicher für Kommunikation, für neue Impulse, für neue Denkweisen. Und genau das können wir für uns nutzen. Denn in deinem Unterbewusstsein liegen nicht nur all die Ängste, die Selbstzweifel, die Blockaden, die Glaubenssätze, dieses ganze destruktive Verhalten, diese Dinge, die dich davon abhalten, Dinge wirklich in die Umsetzung zu bringen, endlich etwas zu verändern, endlich für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. In deinem Unterbewusstsein liegt auch dein gesamtes Potenzial, deine Stärken, das, was dich ausmacht, dein wahres Sein, deine Kraft. Und die können wir durch diesen Zugang wieder neu hervorholen. Und darauf freue ich mich, mit dir gemeinsam auf diese Reise zu gehen, wenn du Lust hast. Und warum Hypnose nicht immer alles ist, das erfährst du von mir im nächsten Video.